Hallo Leute, heute hier in diesem Tutorial, geht es um den Casio FX991D Plus und zwar um die Ausgabeformel. Man kann einmal Ausgabe darstellen als Bruch, also sprich 89 geteilt durch 3 ist 89 Drittel, so hier. Dann einmal darstellen als Dezimalzahl, so zum Beispiel 89 oder Gleitkommazahl 89,6, also irgend sowas mit Komma. Kommazahl oder einmal als ganzer Bruch, ganze Zahl mit dem jeweiligen Bruch, als ja, was eben auch übrig bleibt. Und wie stelle ich jetzt das um? Also dazu Shift Mode, dann komme ich in den Setup rein, dann gehe ich hier in das erste Menü rein und dann kann ich hier das Ausgabe machen. Wenn ich 2D will, dann kann ich gleich sagen, also hier, das ist 2D, das ist 2D. Und wenn ich linear haben möchte, das ist hier linear. So, also ich möchte jetzt, sage ich mal, das da haben. Dann drücke ich hier auf die 1. Und dann muss ich zusätzlich nochmal Shift Setup drücken, 1 runter scrollen und dann hier auf die Ausgabeform 1 drücken. Also hier A und das. Und wenn ich jetzt hier 89 geteilt durch 3 schreibe, dann bekomme ich es in dieser Darstellung. Möchte ich jetzt diese Darstellung haben, dann muss ich Folgendes machen, wieder Shift Setup. Wieder hier auf 1 gehen, Ausgabeform, das hier ist jetzt linear, drücken und dann 89 geteilt durch 3 und ergibt es mir hier sofort als Gleitkommazahl oder Kommazahl, wie man es auch immer ausdrückt. Wenn ich jetzt das wieder haben möchte, wieder Shift Setup, dann hier auf die 1, Ausgabeform zweidimensional, ja, und schau mal, 89 geteilt durch 2, macht das mir noch so, kann ich mir umstellen mit Shift Setup. Dann hier einstellen auf die 2. Das ist übrigens meine Lieblingsansicht. Dann habe ich es hier auf 89 Drittel. Kannst aber trotzdem mit dieser Taste, dieser SD-Taste hier schön durchschalten, falls ich es in einer anderen Anwendung anders brauche. Ja Leute, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Falls ja, Daumen hoch, Jugend könnt ihr auch noch abonnieren und hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.